Ich darf Sie herzlich begrüßen zum zweiten Talk des heutigen Tages, der zweite LBBWA-Talk mit Monopol. Ich bin Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ich freue mich sehr, sehr, sehr über meinen Gast. Das ist nämlich der Künstler Franz Ackermann hier neben mir. Guten Tag, herzlich willkommen. Wir sprechen über Kunst. Wir sprechen über die Kunst von Franz Ackermann. Wir sprechen über die Kunst von Franz Ackermann, die auch hier zu sehen ist unter anderem. Ich darf Ihnen ganz kurz vorstellen. Franz Ackermann hat in München und Hamburg studiert, das ist schon ein bisschen her, ist seit 2001 Professor für Malerei an der Kunstakademie in Karlsruhe. Und eines der großen Themen seiner Kunst ist so etwas wie die Vermessung der Welt. Er selbst hat sie sehr ausführlich bereist und sich ästhetisch immer wieder in seinen großformatigen Gemälden und auch Wandmalereien und ganzen Rauminstallationen visuell auf urbane Strukturen, auf Karten, auf Architektur bezogen. Hier auf der Messe, in der Präsentation der LBBW, ist auch eine große Installation von ihm zu sehen, beziehungsweise es ist ein großes Gemälde und eine Installation, eine Skulptur, die heißt Helikopter. Können Sie mal erklären, was das ist? Nochmal guten Tag, herzlich willkommen. Danke für euer Erscheinen. Helikopter, ein Flucht- und Befreiungsfahrzeug, steht eigentlich, wie Frau Burger gerade einleitend gesagt hat, eigentlich an einem langen Weg der Auseinandersetzung mit nichts weniger als Wirklichkeit. Aneignung durch Wirklichkeit, durch Reisen, durch Erfahrung war für mich irgendwann mal das ausschlaggebende Moment auf der Suche nach einem Medium, um mich einerseits zu äußern als Künstler, aber, und das ist mir wichtig, auch als Mensch. In Zeiten wie diesen, glaube ich, ist diese einleitende Bemerkung essentiell. Nach 10 bis 15 Jahren Reisen entstand dann dieses sogenannte Flucht- und Befreiungsfahrzeug als Skulptur, als Objekt, als Notwendigkeit, Fragezeichen. Ist es überhaupt Skulptur? Ich weiß es bis heute nicht. Jedenfalls wurde mir klar auf meinen Reisen, dass die Konfliktzonen immer näher an mich heranrückten. Das war damals so mit den ersten großen Attacken an, vielleicht die Älteren erinnern sich, die ersten großen Attacken von Terrororganisationen waren an touristischen Zentren, allen voran bei den Pyramiden in Gizeh in Ägypten. Sind wir in den 90er Jahren gerade? Genau. Und von da an versuchte ich sehr präzise zu denken und heranzugehen, wann und wo und unter welchen Bedingungen Flucht und Befreiung, Konflikt und Aggression eine Rolle gespielt haben. Und gerade in der jüngeren deutschen Vergangenheit, die RAF, hatte durchaus Ambitionen, bestimmte utopischen Sachen einzulösen. Und unter anderem fanden die Fahnder in einer leeren Garage Unterlagen, Skizzen von Plänen, wie der damalig aktuelle VW-Typus, dieses Auto, umgebaut werden sollte in einen Helikopter. Und mit diesem Helikopter wollten die Verantwortlichen der RAF, die damals kurz nach der Gründung sich zusammenschloss, gefangene Insassen befreien aus einem Gefängnis in Stuttgart. Und dieses Moment, das für mich einerseits faktisch und dokumentarisch ausformuliert ist, Zeitzeugen haben mir immer wieder Briefe geschrieben, es ist wahr, Nachbarn haben geschrieben, es ist wahr, habe ich mir entschlossen, in dieser ganzen, in Anführungsstrichen, Naivität dieses Flucht- und Befreiungsfahrzeug wirklich nachzubauen. Das Resultat steht ein Stockwerk oben und ich glaube, es ist bis heute mir täuschend echt gelungen. Und so entstand das Werk, das singulär in meinem Kontext steht. Ich bin kein Bildhauer geworden, bin auch kein Fachmann für neuere Geschichte geworden, aber es war mir wichtig, es durch meine eigene Fragestellung im Werk durchlaufen zu lassen. Die Realisation steht oben. Das ist ja Wahnsinn. Es ist ja total rührend, wenn man das sieht.
fast, ne? Also das ist ja so Robby Tobby und das Flievertüt. Ich meine, haben die wirklich geglaubt, sie können so einen Helikopter-Propeller auf ein Auto machen und dann damit losfliegen? Es ist in der Tat faktisch, bevor es hier steht, hat diese Skulptur, dieses Mobil, einige museale Präsentationen hinter sich, unter anderem auch im Museum in Wolfsburg. Wir wissen alle, großes Automobilzentrum, VW. Und wenn Sie genau darauf achten, ist der vordere Blinker, ein kleines Stück Glas, demoliert. Bis heute haben wir es nicht rausgefunden, wo das passiert ist, vielleicht beim Kauf. Aber ich habe beim VW-Werk nachgefragt, ob sie mir denn so ein Blinkerteil, so eine Verschlusskappe besorgen können. Und jetzt kommt eben die Anekdote. Es kamen der Meister mit 4 Lehrlingen zu diesem Objekt und voller Respekt untersuchten sie auch die Motorensachen. Und es war keineswegs so, dass die Frau Buhr dachten, es ist alles Spaß. Die haben relativ lang gebraucht, um das Ganze als Fake zu entlarven. Dass der Rotor eine Gipskartonplatte hat, eine Anrührmaschine. Und es lag daran, dass die sehr verdutzt waren, weil die eigentlichen Teile, die Rotorblätter, die Inneneinrichtung, das Gestänge, die Rückrotorblätter, die sind original. Das heißt, dieser Zwitter hat selbst die Fachleute sehr verwirrt. Und man muss genauer hingucken, um das auch als Modell im Modell zu entlarven. Aber man könnte jetzt nicht damit losfliegen. Unmöglich. Ja, auch die Normen hier der Messe, ob noch Flüssigkeiten drin sind. Es ist wirklich eine Hülle von etwas. Das ist das Originalautomobil, das beschrieben worden ist. Und es sind die Originalteile, die im Übrigen harten Sanktionen und Zertifikaten unterlegt sind, sodass wir eine Weile brauchten, um wirklich glaubhaft beweisen zu können, dass wir die Rotorblätter nicht missbrauchen und sie nicht irgendwo im Drogenhandel in Südamerika landen. Apropos Südamerika, lassen Sie uns in die 90er Jahre zurückreisen, gedanklich zu diesen großen Reisen, die Sie gemacht haben. Also was war damals das Ziel, was einfach Unternehmungslust und was hat es mit Ihrer Kunst und mit Ihrer Arbeit und mit Ihrem Blick auf die Welt gemacht? Diese Klärung war am Anfang für mich wichtig, überhaupt sich zu fragen, wohin will ich und was will ich als junger Künstler machen, nachdem ich Kunst studiert habe. Es war bei weitem nicht so, dass ich mein Medium gefunden habe und die ersten Reisen nach Asien kam ich dann mit dem Resultat zurück, dass diese kleinformatigen Mental Maps der adäquate Auslöser sind, um sich einerseits bewegen zu können und andererseits einen Anker zu werfen, wo ich diese Malerei aufrichten konnte. Aus dem kleinen Schritt, währenddessen ist die Berliner Mauer gefallen, all das sind ja weltpolitische Ereignisse, die das nochmal eben befeuert haben, dass man sagt, einerseits entsteht Berlin neu und andererseits entsteht so etwas wie die Neugier auf die Welt neu, sodass ich letztendlich dann sehr viel in Südamerika war, in Asien, die Sachen bereist habe, immer weg war, wieder da war, die Neugier war da und dann kam das, was wir alle heute eben unter Digitalität verstehen, Digitalisierung verstehen. Im Prinzip änderte sich von heute auf morgen die ganze Aneignung von Wirklichkeit, dieses Abwesensein, dieses einmal im Monat eine Postkarte schreiben, wurde auf einmal zusammengedampft, regelrecht in eine SMS oder jetzt in ein WhatsApp. Und die Konsequenzen, die positiven wie negativen, spüren wir heute aktuell. Also das heißt, damals reiste man ja noch und wusste nicht immer, was einen erwartet. Und man konnte auch nicht alle 5 Minuten ein Bild davon nach Hause schicken. Ganz genau, sehr analog, alles sehr authentisch letztendlich. Ich erinnere an Guy Debord, eine große Künstlerbewegung, eine Gruppe nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich. Und
und mit seinem berühmten Slogan der Situationisten, Travaille jamais, arbeitet niemals, zieht durch die Straßen, guckt nur, beutet aus, visuell, in Anführungsstrichen. Das war für mich eigentlich einerseits der große Leitsatz. Der zweite große Leitsatz kam eigentlich aus dem Tagebuch von Walter Benjamin, aus seinem Moskauer Tagebuch, und wo er sehr, sehr schön an einer Stelle schreibt, endlich habe ich mich verlaufen, als er in Moskau spazieren ging. Und dieses sich endlich verlaufen können, dieses Deriving, was de Boer schreibt, kulminierte letztendlich in diesem Moment, dass ich sage, okay, ein bisschen was muss gehen visuell, das Bedürfnis, die Passion ist da, die Motivation ist da, sodass ich mit diesen kleinen Reiseskizzen und Aquarellen anfing, sehr zart, sehr intim, guckte, wie so eine Reise bei Klee, Tunis-Reise, ist allen bekannt, wo der Unterschied war, wo ich mich abgrenzen kann, wo ist die Erweiterung. Stanley Brown hat wunderbare Zeichnungen konzeptueller Natur gemacht, mit der Aneignung in den Städten, in den Bewegungen. Und mit diesen kleinen Aquarellen kam ich zurück dann nach Berlin, lernte meine Galeristen kennen, lernte den Kunstmarkt kennen, lernte die Auktionen kennen, lernte den ökonomischen Wert dieser Arbeit kennen. Und bis heute ist dieser Dualismus zwischen ökonomischem Gewinn und selbstverständlichen Reisen bei mir nach wie vor intakt, hoffe ich, und ich reise gern. Sie reisen immer noch sehr gerne. Ich reise immer noch sehr gerne, unter anderen, komplett anderen Vorzeichen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht nochmal zurück, wenn Sie dann die Mental Maps, das sind diese kleinformatigen Zeichnungen, und wie funktioniert dann der Prozess, also wie entstehen dann diese fantastischen großen Gemälde, die Sie machen, also wie ist sozusagen dieser Übersetzungsvorgang? Wieder ein, glaube ich, konzeptuell motivierter Schritt, ein reflektierender Schritt. Ganz kurz an der Stelle, ich habe sehr traditionell und sehr toll studieren können in München bei Professor Winner. In dem Umfeld habe ich diese ganzen eher konventionellen Techniken gelernt, bin dann in der Hälfte des Studiums nach Hamburg gewechselt und lernte eine nie dagewesene Freiheit des Denkens kennen, eben ohne Medium. Dan Graham, Franz Erhard Walter, Blume, unser wunderbares Ehepaar hier aus Köln, Sudeck, Kai Sudeck war dort, und eben auch Stanley Brown und ganz kurz Sigmar Polke. Das heißt, diese Mischung zwischen konzeptueller Strategie oder eben analytischem Denken zu meiner Herkunft des praktischen Erlernens von Medien helfen mir bis heute, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und als ich diese Mental Maps dann so weit in der Öffentlichkeit hatte, war mir klar, dass, um sie letztendlich zu schützen, ich ein neues Medium einführen wollte, um eben dieses Reisen nicht zu stark von anderen, von Dritten bestimmen zu lassen. So entstanden die großen Malereien, ich nenne sie Evasionen, eben Evasion. Evasion, und ganz stur habe ich die durchnummeriert, Evasion 1 bis 20. Es gibt eine kleine Anekdote an der Stelle. Tim Neuger, mein Galerist, erfuhr, dass ich kurz von Berlin nach Hannover muss und rief mich dann ganz schnell noch aufgeregt an und sagte, aber bring ein paar Mental Maps, ein paar Aquarelle mit. Dann sage ich, fahre nur nach Hannover wegen irgendwas, ich mache jetzt nicht gleich wieder Kunst daraus. Und trotzdem war in diesem Satz zu spüren, dass wann immer ich jetzt einen Meter reisen sollte, sollte ich auch ein Kunstwerk produzieren, was natürlich nicht in meinem Wesen lag. So entstanden die großformatigen Ölbilder im ersten Atelier im Künstlerhaus Bethanien. Und Evasion heißt nichts anderes als wie das erzwungene Verlassen von einem Raum. Und das war für mich die große Metapher letztendlich, wie ich aus dem realen Raum des Reisens mich verlasse und in diesen erzwungenen Raum Leinwand, Ölmalerei, illusiv eintauche.
Und mit dem Moment, auch Burkhard Riemschneider besuchte mich, sah das erste Ölbild, war ein bisschen enttäuscht, sagte, mal noch eins, aber dann machen wir wieder Mental Maps. Ach Gott. Ja, habe ich auch nicht befolgt. Bis heute verbindet mich eine wunderbare Freundschaft mit beiden Galeristen. Und die Ölmalerei war an der Stelle auch in seiner Größe und Abgrenzung zu diesen Arbeiten auf Papier dann auf der Welt. Oben ist ja auch ein großformatiges Gemälde zu sehen. Ich weiß aber gar nicht, ich habe jetzt nicht geguckt, aus welcher Zeit das kommt. Kurz danach der Kaufhausbrand. Ja? Ja. Auch eine Arbeit, die unmittelbar mit dem Automobil zusammenhängt, weil wenn das Automobil, dieses utopische Moment, dieses Verständnis der Autoren an der Stelle, diese Naivität hatten zu glauben, man könne mit so einem umgebauten Hubschrauber Gefangene befreien, dann kann ich auch die Frage stellen an die Naivität der Malerei, was war das vorhergehende Ereignis und kann ich dieses dokumentarisch fixierte Ereignis auch malerisch umsetzen. Das ist einer meiner wenigen Arbeiten, wo die Malerei Verweisstruktur hat, ganz konkret auf einen Anlass und gleichzeitig aber auch ein bisschen anders präsentiert ist, eigentlich wie so eine Art Protestflagge, wie so eine stehende, die man zu dritt oder zu viert durch die Straßen tragen kann. Also ein Ölbild als, ja, als Demo-Mittel oder so. War zeitgleich, wie gesagt, die politische Debatte darüber ist nachzulesen. Mir war wichtig, dass dieses Set dann sich, so wie es heute dasteht, auch ausformuliert vermittelt. Ja, das ist also, aber normalerweise ist in Ihrer Malerei, also wie ist das Verhältnis von Wirklichkeit und Ihrer Bildgebung? Also das ist ja abstrakt, aber man hat ja trotzdem immer das Gefühl oder oft das Gefühl, es gibt so Elemente von Karten. Karten sind ja auch schon Abbilder von etwas. Es gibt architektonische Strukturen. Es gibt dann sowas, was man vielleicht jetzt so fast fraktal nennen würde, aber es ist ja prädigital zumal. Also wie ist das Verhältnis? Das Verhältnis, da sitzen wir vielleicht sogar alle mittendrin. Das Verhältnis muss noch geklärt werden, ganz klar. Ich habe dann in den ersten Museumsausstellungen, wo ich auch die Arbeit gezeigt habe, ein Raum zum Beispiel hat ein Ölbild direkt konfrontiert im dunklen Raum mit der neuen Suchmaschine Google Maps, ganz neu. Das heißt, der Besucher konnte einerseits das starre Ölbild in seiner ganzen Größe betrachten, aber auf der gegenüberlichen Seite konnte er das Fraktale oder das Geografische selbst unmittelbar nachempfinden und sich orientieren. Diese Dualismus, die sind mir wichtig, die wurden immer wieder angedeutet und problematisiert. Und warum ich aus welchen Gründen auf dieser Leinwand bleibe mit Pinsel und Farbe, das wäre eine abendfüllende Diskussion, das wäre auch vielleicht ein Streitgespräch zu anderen Kolleginnen und Kollegen. Videokunst, Performance und ich bleibe dabei, dass ich behaupte, an der Stelle, dass Malerei auf eine wie auch immer geartete leere Oberfläche nach wie vor zeitgemäß in dieser digitalen Epoche etwas bewirken kann. Ja, Sie haben ja auch früher Ihre Malerei oft dann erst spontan oder sehr kurzfristig komplettiert, also dass die so Leerstellen hatte und dann so fast tagesaktuell noch reagieren konnte. Allerdings dann wird sie ja zum historischen Dokument, oder? Also dann ist ja, also weitere Updates, es ist ja kein Computerprogramm, weitere Updates sind dann nicht mehr möglich, oder? Es ist abgeschlossen. Es ist an der Stelle mit einer Signatur ist etwas abgeschlossen, was auch ganz befreiend ist. Man weiß es bis heute von Kollegen wie Tizian, ich will mich nicht vergleichen, bis zu Francis Bacon. Immer wenn die Arbeit zurückkam bei den Jungs, dann haben die einfach daran noch weiter gefummelt. Also, okay. Ich fühle mich da überhaupt nicht schlecht, sollte mal noch eine Korrektur im Nachhinein gemacht werden müssen. Das Wichtige ist,
Wiederum dieser konzeptuelle Ansatz, denkt an Onkavaras State Paintings, an die ganze Frage der Authentizität und auch an das Moment des Jetzt, dieses Moment wie im Boxring zu sein und eben jeden Moment agieren zu müssen. Ich lese gerade viel nochmal über Arroyo, Eduardo Arroyo, ein Künstlerkollege, der ein bisschen momentan im Hintergrund ist. Und den faszinierte eben dieses Moment des Boxens, allen voran an einer Boxerfigur. Es ist dieses Moment, so nah wie möglich an diese Aktualität heranzurücken, um sie dann 2 Sekunden später, wie auch immer, wieder zu beschließen. Sie haben gesagt, Sie reisen immer noch viel. Wie ist denn, aber Sie reisen jetzt mit Google Maps, denke ich mal, so wie wir alle anderen, oder? Wie hat sich das denn verändert? Also erstmal so rein organisatorisch, klar, aber auch haben wir eine andere visuelle Vorstellung mittlerweile von den Geografien? Allein dadurch, dass wir immer auf diese Grafik gucken, diese Google Maps Grafik? Es ist, um es verschärfend zu sagen, es ist eigentlich ein Desaster. Ah ja. Weil es gibt von einer großen Automobilversicherungsfirma die Gelben, die mit dem gelben Engel geworben haben. Es gab vor 20 Jahren noch zum Jubiläum einen Atlas im Maßstab 1:500. Da war jeder Feldweg drauf. Und dieser jeder Feldweg, das ist so wunderbar, dieses Buch, weil man fährt von einem Highway runter oder in eine Gasse rein und man kann vorausblätternd gucken, welche Topografie interessant ist. Mit Google Maps, ähnlich was ich mit Debor vorher sagte, steht vieles schon fest. Das ganze Verhalten, das zielorientierte Denken, das Ergebnis, wo ankommen zu müssen, steht viel stärker im Vordergrund, als wie das Moment auf der Reise etwas zu entdecken. Im Übrigen hat Wim Wenders viel darüber auch nachgedacht, wie die Zugreise eigentlich der erste große Film ist. Sitzt man rückwärts, sitzt man vorwärts, hat man große Scheiben. Und genau das ist eigentlich eine extrem spannende Situation momentan. Dazu vielleicht eine Anekdote: mit 20 Studenten bin ich nach Rom gefahren, das Museum Vatikan, weltberühmt, Treffpunkt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich eine digitale Gruppenkarte gekauft für alle 25 und dann tauchte keiner auf. Und dann stand ich alleine, konnte selbst nicht rein, weil ich ein Ticket hatte für alle. Und dann kamen sie schweißgebadet 1,5 Stunden später an und sie sind den kompletten Vatikan am Eingang falsch rumgelaufen und die ganze Mauer entlang, bis sie dann am Eingang waren. Ich stocksauer mit meinem Ticket, das digital ist, sage ich, ihr habt doch alle eure digitalen Medien. Ich habe meinen Falkplan, darf ich an hier Stelle, ich habe meinen Falkplan, ihr könnt doch googeln. Und das war dann die Anekdote. Das haben sie wiederum alles ausgeschaltet, die Orientierung. Weil das kostet im Ausland. Ja? Sie hatten keine Megabytes. Ja, das Sie hatten keine Megabytes. Das ist ja, wenn Teenies und Trends keine Megabytes haben, dann geht gar nichts mehr. Sehen Sie, und das ist das Moment, wo Sachen kollidieren, ironisch, lustig, aber manchmal auch wirklich tragisch. Die Maps sind digitalisiert worden. Ich bin nicht ganz im Klaren, ob es ein Vorteil ist. Aber Sie standen dann noch mit Ihrem Falkplan da. Wird der noch aufgelegt? Nee, auch da an der Stelle ein paar Wissens, oder? Da gibt es ein paar Sachen in der Erbschaft und ein paar schnell noch alles aufkaufen. Das Sachen. Problem ist, dass sich ja Topografien aber ändern. Ne? Dann steht man mit seinem Falkplan aus dem Jahr 2000 und kommt nicht mehr weit. Ne? Kann gut passieren, aber bei unserem Straßenprogramm ändert sich nicht so viel oder so. Gell? Topografie, auch das, weil ich drüben gerade gesehen habe, der neue Aachener Kunstverein hat mir die erste große Ausstellung gegeben, die habe ich damals Songline genannt. Die Arbeit wurde dann im Stedelijk Museum in Amsterdam gezeigt. Und Songlines ist von Bruce Chatwin ein berühmtes Buch über die sogenannten Aborigines in
Australien. Und diese Songlines, diese Frage der Orientierung funktioniert bei denen ganz anders, nämlich nach Wahrnehmung. Geh so lange, bis du den Baum siehst und dann gehst du nach links. Das heißt, es gibt schon immer verschiedenste Formen der Orientierung, bis hin zu dieser flachen Karte, die im Übrigen viele Leute in der Welt nicht lesen konnten, weil es zu abstrakt ist. Es ist ein abstraktes Gebilde. Und in China gibt es eine Mess- und Orientierungseinheit, die, da habe ich oft daran gedacht, in Istanbul, weil auch da glaubt man nur einen Zentimeter entfernt zu sein und dann geht es einmal ganz runter und wieder rauf. Das heißt, in China gibt es Karten, die eher an den Kalorienverbrauch sich orientieren als an Distanzen. Sehr, sehr schön. Wie weich ist der Boden? Sand, Schnee, Lehm? Wie tief geht's rauf oder runter? Den Fachbegriff habe ich an der Stelle nicht parat. Aber eben dieses Moment des Abstrakten, des Zweidimensionalen, des Eineben der Wirklichkeit in reine Fakten ist eigentlich ein hochkomplexer, kodierter Vorgang, der auch immer wieder Kollegen fasziniert hat, allen voran dann die Landart und ich nutze das nach wie vor sehr gern analog. Ja, das ist mir auch schon mal passiert, dass ich dachte immer, okay, wenn ich eine Adresse einem Taxifahrer auf Google Maps zeige, dann muss er das ja verstehen. Aber manche verstehen, also manche können das nicht lesen, also können diese Art des Bildes nicht in ihre dreidimensionale Realität übersetzen. Das hat mich bei Taxifahren extrem frappiert. Das war in Hongkong, wo ich dachte, warum geht das jetzt nicht? Aber es geht halt nicht. Sie kennen auch wiederum kleine Anekdoten. In New York wusste der Taxifahrer nicht, wo der Times Square ist. War ihm völlig unbekannt. Er brauchte diese digitalen Hilfen. Und das kennt ihr alle bei diesen Taxifahrern. Man darf nicht im letzten Moment eine Ecke weiterfahren. Dann bricht die Welt zusammen, weil es geht nicht. Man kann früher aussteigen mittlerweile, aber wenn man sich in der Hausnummer verirrt hat und sagt, fahr mich runter bis zur Kirche, dann weigern die dich, weil das Computerbild, der Auftrag eben so starr ist. Und die Taxifahrt endet eigentlich mit dem Namen da drinnen, was man eingegeben hat. Wenn man sich vertippt hat, ist man verloren. Also kann der Fahrer nichts machen. Und der Fahrgast nichts. Ja, das ist der Terror der Digitalisierung. Wir sind gefangen in diesen Apps auf jeden Fall. Also das Reisen hat sich extrem verändert. Hat sich denn auch Ihr Selbstverständnis als Reisender verändert? Also Sie haben ja früher auch zum Beispiel auch Arbeiten gemacht darüber, was ist eigentlich ein Tourist? Wie sehen wir eigentlich die Welt? Und mittlerweile ist es ja, also früher waren Sie ein Tourist, früher waren Sie ein Künstler, der gereist ist. Mittlerweile sind Sie ein weißer europäischer Mann, der reist und dann halt anderen Menschen begegnet. Wie hat sich das für Sie verändert als Selbstverständnis? Selbstverständlich fundamental und es ist aktuell, ganz klar. Ich habe eine schusssichere Weste mitgenommen mit dem großen Label Tourist hinten auf eine Weltreise in Sydney und habe mich vor diesen touristischen großen Erkennungswahrzeichen fotografiert, wie Caspar David Friedrich, der Mönch am Meer. Paris gibt es eine Arbeit, Eiffelturm und so weiter. Außer in Sydney haben mir die Behörden die Jacke am Eingang abgenommen. Vor der Oper gibt es keine dieser Serien. Darf man keine kugelsichere Weste? Das war eine Frage. Heute wäre ich widerspenstiger. Was ist daran? Also ich meine, dass man keine Pistole rumträgt, verstehe ich, aber warum keine kugelsichere Weste? Es war eine lange Debatte beim Zoll. Die waren sehr streng. Bis heute. Ich wäre heute ein bisschen Forscher. Ich hätte gekämpft drüber. Nun gut, dann lag die und ich durfte sie wieder mitnehmen. Ich will mit der kleinen Arbeit darauf hinweisen, dass Tourismus und Terrorismus an der Stelle für mich sehr früh einen Dualismus erzeugten mit diesen Ereignissen damals an den Pyramiden in Ägypten und habe dann in der Kunsthalle Basel zum ersten Mal diesen kritischen Dualismus eben auch thematisiert in der Frage nach der Individualität. Was passiert eigentlich an der Stelle, wenn die einen Freizeit als
mögliches Target sehen. Leute, die frei haben, etwas sehen wollen und andere, die politisch etwas bewirken wollen. Und schon geht es direkt in die Tagesaktualität, die wir heute hier natürlich nicht verhandeln können mit seinen Schrecknissen. Aber in San Francisco habe ich dann im SF MoMA eine Installation zeigen können, als konsequent aus der Kunsthalle Basel, wo ich mein Porträt so überhöht installiert habe, wie ich es vorher in Syrien nur von den ganzen Abbildungen von Assad gesehen habe, vom Sohn, vom noch jungen Sohn, aber auch von seinem Vater. Diese Überhöhung des Mannes, des Menschen. Wo das hingeführt hat, die erste große, die Installation in San Francisco MoMA oder eben da dem Ableger, war eben diese Gotteskrieger, die ihre Individualität zugunsten von etwas ganz Schrecklichem aufgeben. Und es waren die ersten Ansätze der Frage, wie bewege ich mich, wann und unter welchen Bedingungen in diesen weltlichen Kontext. Das Reisen wurde dann zur Spitze getrieben, selbstverständlich, dass auch noch biologisch eine Pandemie kommt und die Reisewarnungen jetzt gerade nur sich für uns alle leider viel zu sehr häufen. Und jetzt ist auch bei mir der Punkt erreicht, dass ich bestimmte Stellen nicht mehr bereisen kann. Ich nenne es das Palimpsest-Syndrom, weil immer wieder meine Arbeit eben aufgebaut ist auf verschiedene Schichten. Das heißt, die Mental Maps waren ganz unten, dann eben die Aneignung durch Bewegung, die ersten Evasionsölbilder, dann die Frage nach dem dokumentarisch-faktischen, die Installationen, ohne dass ich Bildhauer werde. Dann die großen Installationen zwischen Freiheit und Gefangenschaft, Zelle, Raum, entgrenzter Raum. Und heute haben wir eben die Situation, dass ich in beiden Ebenen gerne bin, nämlich wie ihr alle hoffentlich in einem sicheren, behüteten Umfeld und gleichzeitig auch in einem sicheren, behüteten, neugierig machenden Fremden. Beides ist momentan mental aufgeladen und schwierig. Ich glaube, für uns alle. Und aber wenn Sie jetzt heute reisen, machen Sie, ist die Aneignung immer noch gleich geblieben? Machen Sie immer noch diese Mental Maps eigentlich? Ihr könnt gerne alle zur Garderobe mitgehen. Ich fahre jetzt dann noch zurück. Ich habe gerade eröffnet in New York bei Galerie Templon eine Einzelausstellung nach einer langen Abwesenheit in New York, pandemiebedingt, strukturell bedingt. Aber in dieser Tasche, die ich da oben abhole, ist bis heute ganz klar die Struktur drin, ein bisschen mehr Büro, aber da ist 13x19 cm der Aquarellblock drin, der Aquarellkasten, die Mental Maps, die sind, Boys würde ich sagen, ich denke mit dem Knie, das ist da, das muss da sein, auch wenn ich es nicht anrühre. Und wieder eine schöne Erinnerung, ganz spontan, Neuger Rimschneider hat mir einen Laptop dann eigentlich geschenkt, ich muss erreichbar sein, hat mir so einen Computer geschenkt. Und ich muss erreichbar sein, es geht los, du musst nicht mehr so viel ausstellen in Südamerika. Fortes Filassa in Südamerika zum Beispiel, tolle Galerie. Nein, musst du nicht machen, wir machen alles aus Berlin raus, da ist dein Laptop, du musst erreichbar sein. Habe ich gesagt, ich nehme den Blechkasten gern mit, dafür bleibt der Aquarellkasten zu Hause. Oh oh. Dann hat Neuger sehr gestutzt nachgedacht und schließlich gesagt, nimm den Aquarellkasten mit, warum auch immer. Ja? Das ist nach wie vor ein traditionelles Medium, es ist so, aber ich habe gestern noch Besprechungen mit Studenten gehabt, die können gerne auf iPads mit dem Stift was krackeln, David Hockney macht es vor. Es ist nicht die Frage der technischen Innovation, es ist die Frage des Strichs, die Frage des Lichts in der Farbe, die Frage nach der Form. Es ist digital wie analog. Die ursprünglichen zentralen Fragen sind die gleichen. Und was ist das Thema der Ausstellung in New York? Wir können ja jetzt leider gerade nicht hin, aber wir wären natürlich sehr neugierig, wie die aussieht.
www.templon.com, alles drin, rauf und runter, hochauflösend. Die Eröffnung war wunderbar. Das ist langweilig. Ich kann kurz erklären, worum es geht. Ich wollte nur eben sagen, diese Vermittlung, die so hochtechnisch funktioniert, nimmt sehr viel von der Neugier, nimmt sehr viel eigentlich von dem Moment, dass man sagen sollte, das Original ist extrem wichtig. Und das ist es, Frau Buhr. Deswegen wollte ich nochmal sagen, es ist eine Schwächung eigentlich des Authentischen. Wir kennen das alle. Ich zeige 3 große Ölbilder dort, die mir wichtig waren, auch mit großen Hindernissen. Ich habe gesagt, I don't want to make a concession. Sehr, sehr ökonomisch, auch sehr teuer, ein großes Bild zu verschiffen. 3 große Bilder und eben eine Reihe Mittelformate, die, wie ich vorher schon sagte, palimpsestartig wirken, also eine reale Fotografie von meinen Reisen mit Aquarell und Ölfarbe verbinden. Und auch an der Stelle einfach ganz jovial gesagt, es ist ja auch das Alter, das, wenn man zum 50. Mal nach New York oder Hongkong war, sehr oft und sehr lange meine Lieblingsstadt, dass bestimmte Sachen ich einfach nicht mehr ins Aquarell oder in den Ölpinsel überführen will. Zu langweilig, gegessen, ich kenn's schon. Und dieses Moment der Langeweile darf nicht aufkommen, sodass ich mich entschieden habe, rigoros zu sagen, was interessiert mich daran noch? Und ich gebe lieber das Medium auf, bevor meine Motivation in sowas wie Alltag und eben Langeweile sinkt. Dort sind Arbeiten, die sich eigentlich unvereinbar in New York aktuell im Medium treffen. Ich versuche eine fotografische Realität malerisch direkt im Bild zu konfrontieren, nicht zu übermalen, sondern zu konfrontieren. Und dieses palimpsestartige Aufbauen von Wirklichkeit, daran arbeite ich gerade. Ist das wie in Form einer Collage? Wunderbar, genau. Wunderbar, genau. Von Hannah Höch bis zu mir, wer war wunderbar so formuliert. Die Collage attackiert noch stärker eben das Medium, die Teile, sie fragmentieren und täuschen und überführen das oft bei Max Ernst dann in so einen surrealistischen Aspekt. Das war nicht beabsichtigt, sondern es ist ein topografisch reales Aneinanderstellen von Nachbarschaften. Hier was völlig Digitales, dann kommt Farbe pur oder Material und dann geht es wieder illusiv weiter. Aber das Collagierte in Schichten im Palimpsest, das ist eigentlich völlig richtig. Nochmal eine andere Frage. Sie sind jetzt seit über 20 Jahren Hochschullehrer für Malerei. Was hat sich denn wiederum auf der Seite der jungen Studierenden in der Zeit verändert? Also wahrscheinlich könnte man jetzt eine halbe Stunde sagen, was sich alles verändert hat. Bestimmt sehr viel, aber was ist so das Auffälligste? Ist es die Digitalisierung, die die jüngeren Künstlergenerationen so verändert hat oder was ist es? Sie hat es völlig verändert. Die Nuller, die Zoom-Konferenzen sind für die selbstverständlicher als wie Arbeitsbesprechung vom Original. Man muss das alles nochmal klären. Das Schöne an der Stelle ist, es nimmt wieder ab. Also mein Eindruck ist, auch auf den Studienreisen in den Cafés in Paris, ich weiß nicht, ob ihr es bestätigt, aber die Handys, wie ich es jetzt so sehe, sind bei weitem nicht mehr so zahlenmäßig präsent auf den Tischen oder in den Ateliers wie noch vor 5 Jahren. Finde ich gut. Das Mittel, das wir alle in der Hand halten, kann nichts dafür. Es ist schuldlos. Die Diskussion darüber muss geführt werden, wann und wo es ablenkt oder zu einer Bereicherung führt. Ich kann nur sagen, ich konnte in der Kunstakademie Karlsruhe bis heute nur künstlerische Fragen beantworten. Wir haben keine anderen Fakultäten in der Nähe, Design, Innenarchitektur. Und trotzdem kam es zu 9 Berufungen vor 4, 5 Jahren. Und ich habe mich selbstverständlich eingebracht in den 9 Berufungen. Und die Kolleginnen, viele von denen habe ich selber berufen können,
haben sich dann völlig überraschend gegen mich gestellt und mich in meinen Wünschen eben abgewählt. Auch das ist ein schönes Beispiel, wie man aus der Zeit in Anführungsstrichen fällt, wie die Welt der Kunst weitergeht. Ich ging sofort runter ins Sekretariat und habe mich beurlauben lassen von allen Verpflichtungen, weil ich glaube, Kunst besteht auch darin, Neues zuzulassen, sich selbst eben zu überprüfen, einen Schritt zur Seite zu gehen, um dann über eine passive Beobachtung wieder zu einem Moment der Aktualität zu kommen. Macht hat an der Stelle nichts verloren. Nee. Sehr schön. Danke. Und danke. Ja, in diesen 20 Jahren, also Sie sind ja Professor für Malerei, also selbst ich in meiner, also als Kritikerin, das macht ja immer so rund, ne? Malerei ist irgendwo zwischendurch immer mal wieder tot, dann ist sie wieder nicht tot und so weiter. Im Moment, und dann sagen die Leute, sie ist sehr lebendig, aber eigentlich ist es, finde ich, auch totaler Quatsch, oder? Überhaupt das immer in Frage zu stellen, weil es ist so stabil, oder? Oder wie sehen Sie das wiederum auch bei den Studierenden? Es ist stabil in sich. Also ich glaube wirklich, dass überhaupt keine Sorge besteht über das Medium. Das Medium ist erstmal das Moment, wie Beuys sagte, der Fehler beginnt schon, wenn jemand Keilrahmen und Leinwand kauft und zur gleichen Zeit nimmt sein Schüler Immendorf die Leinwand und malt einen Affen drauf. Ja, beides ist heute, glaube ich, gleich wichtig. Dieses aus dem Nichts heraus zu gestalten, aus dieser weißen Leinwand heraus, diese Herausforderung anzunehmen, ich sage es immer wieder auch meinen neuen Bewerbern für Kunststudenten, es ist das schwerste Studium, das man sich auf der Welt vorstellen kann. Man hat nichts, man kann nur auf sich zurückgeworfen sagen, was will ich an der Stelle äußern. Es kann die Malerei sein, es kann aber auch Hito Steyerl in Berlin sein mit anderen Medien. Meiner Meinung nach ist sie sehr, sehr malerisch. Das heißt, dieses Moment der Suche aus dem Nichts heraus betrifft gerade die nächste Generation viel stärker als mich. Ihr seht alle, dass es sehr stark figürlich gerade ist, figürliche Malerei. Und trotzdem taucht dieses Moment der Geometrie, der scharfen Kante, des Farbfelds immer wieder auf. Farbe ist als Erscheinung für unsere Augen nicht ersetzbar. Es ist ein Widerspruch. Ich erinnere vielleicht wieder als Anekdote an einen Satz von Magnus Carlsen im Schach. Duchamp, Schach, Intellekt, Strategie. Aber Carlsen hat gegen den Schachcomputer verloren, sang- und klanglos als aktueller Weltmeister, ehemalig aktueller Weltmeister. Und er sagte, das betrifft ihn gar nicht. Das geht ihn gar nichts an, es ist nicht sein Spiel. Und da war natürlich die Fachwelt verdutzt, der Schachcomputer ist mittlerweile viel besser als der Mensch. Und er sagte einfach nur, ich will einen Menschen gegenüber mit meinem Verhalten in die Randzonen der Emotion bringen. Ich will ihn verwirren, ich will ihn attackieren, in Anführungsstrichen. Ich will mit ihm in Dialog treten und ihn dann zwingen zu handeln. Es war nie die Idee des Schachspiels, besser zu sein im Sinne der Mathematik. Mhm. Schön als Metapher meiner Meinung nach übertragbar auf die Malerei. Es ist überhaupt nicht mein Ziel, bestimmte Ästhetizismen in die Oberfläche als Konkurrenz zu implementieren. Abstraktion ist keine Oberfläche, sondern eine Haltung. Die Welt zu sehen, in welchem Grad der Abstraktion, ist eine Haltung und ein menschliches Bedürfnis. Es gibt keine Konkurrenz zu den Momenten der Technik. Gerade auch vor 2-3 Jahren hat ein Computer wunderbar naturalistisch perfekt den Rembrandt nachgemalt, ob das jetzt das neue Kunstwerk ist. Konnte ich ihn auch in einer Podiumsdiskussion klar verneinen. Ekrem. Konnte ich auch klar verneinen in einem Podiumsgespräch. Rembrandt hat
das Bild gemalt im Kontext von Zeit, im Kontext von Ort, im Kontext von Gesellschaft. Wenn jetzt eine Maschine dieses Bild nachbauen kann, ist es mit allen seinen Attributen ein wie auch immer definierbares optisches, einen optischen Reiz liefernder Gegenstand, aber der Wert, der künstlerische Wert ist gleich null. Und da ist das Wesen, der Glaube und auch die Schönheit der Kunst zu finden. Danke. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Franz Ackermann. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum? Möchte noch jemand diese einmalige Gelegenheit wahrnehmen? Wenn das nicht der Fall ist, dann wird Herr Ackermann bestimmt auch noch kurz sonst zum privaten Gespräch zur Verfügung stehen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und das Talkprogramm geht auf jeden Fall weiter. Viel Spaß dabei und noch einen sehr, sehr schönen Messetag. Dankeschön. Vielen Dank.